Ja, natürlich macht er das stolz, klar. Und man ist eigentlich dankbar schon allein den Vorfahren, die es immer wieder geschafft haben, dass einer weiterhin Dachdecker sein wollte. Also, dass immer einer dabei war, der gesagt hat, okay, Dachdecker ist mein Beruf und ich führe die Firma weiter. Gewohnheit. Das ist einfach Gewohnheit. Also ich bin das dann anders da gewöhnt, wie ich klein war. Mein Vater war ja natürlich auch schon Dachdecker naturgemäß. Und dann wächst du da halt so rein. Und im Endeffekt war es für mich eigentlich nie irgendwie eine Diskussion, was werde ich mal irgendwann. Ich meine, früher damals waren da wollten die Lokomotivführer werden oder so. Nee, eigentlich schon immer Dachdecker, weil das ist das Ding. Du bist den ganzen Tag draußen. Du hast immer wieder andere Baustellen. Du bist eigentlich nur, wenn ein paar Tage oder vielleicht mal, was weiß ich, zwei Wochen an einem Ding dran, dann kommt das nächste. Also, wie gesagt, mein Sohn hat schon im Kindergarten gesagt, dass er später mal Dachdecker und Jäger werden will, wie der Opa und die Mama. Und das hat er auch konsequent durchgezogen. Und der ist eigentlich noch engagierter, als ich selbst war. Also ich bewundere ihn immer, weil er ist ja noch ziemlich jung. Was heißt, was macht das? Es gibt einem indirekt Verantwortung, würde ich sagen. Also ich freue mich immer, wenn ich darüber nachdenke, so meine ganze Familie macht es ja schon. Und dass ich diesen Schritt gewagt habe, dasselbe auszuprobieren und vor allem auch den Spaß habe wie alle anderen. Also ich mache es wirklich sehr gerne. Ich habe jeden Tag meinen Spaß, sehe immer was anderes, wunderschöne Aussichten. Ich bin einfach glücklich. Du hast 50 Mann, du musst Arbeit für 50 Mann haben, du musst Material für 50 Mann haben, was im Moment ja ein großes Problem ist. Und hast halt einen großen Kostenfaktor, der dahinter steht. Klar kannst du dann wahrscheinlich im Monat 50.000 Gewinn machen, kannst dir den größten Porsche leisten, was weiß ich. Aber wenn was passiert am Ende und du kein Material hast und die 50 Mann nicht unterhalten kannst, dann bist du am Arsch, blöd gesagt. Jetzt ganz offen erzählt. Ja, das ist definitiv. Also 275 Jahre hier in Bad Homburg. Das ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Und das gibt natürlich eine gewisse Sicherheit, weil man halt weiß, dass sie halt schon seit 275 Jahren bestehen. Und dass es sicherlich auch noch weitere, hoffentlich 275 Jahre mindestens gibt. Das sind so Dinge als Kleinbetrieb, wenn du jetzt halt gerade gänzlich bescheuert bist, dann geht das alles an dir vorbei und du sagst, ja, wunderbar, das Leben ist ein schöner, ruhiger Fluss. Wir sind alle zufrieden, wir haben unser Auskommen. Das hat jetzt in unserem Fall seit 275 Jahren hier geklappt. Vorher in Braunfels am Schloss offensichtlich auch. Wenn das die nächsten 275 Jahre nochmal so weitergeht, soll es mir recht sein. Das ist tatsächlich ein gemischtes Gefühl. Also mein Ururgroßvater hat den Weißen Turm bei uns gedeckt und der ist damals abgerutscht und wäre fast runtergefallen. Hat einen Skifahrer ins Dach gehauen, sich daran festgehalten. Und hat den Spitznamen Bon Courage bekommen, weil der Hof war französisch. Und dann haben sie gesagt, Bon Courage, also der Mutige. Also, müsste ich übersetzen sein, ich bin kein Französisch-Experte. Und auf jeden Fall hat man diese Geschichten im Kopf. Also ich habe Schiefer ausgebessert im Hubsteiger. Und dann habe ich den Schiefer rausgemacht, den Weißen Turm angeguckt und dann kam mir diese Geschichte in den Kopf. Andere Sache, da haben wir im Park gestanden und haben vom Park aus an der Dachrinne einen Stutzen ausgetauscht. Und dann habe ich diesen Stutzen in der Hand gehabt und warum auch immer habe ich mir gedacht, ob den meine Vorfahren auch dran gemacht haben. So verschiedene Sachen, die bei einem einfach in den Kopf kommen aus dem Nichts. Also wirklich interessant, also schön, dass wir da noch arbeiten heutzutage.